So, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Videorezension von Quicks, einem ja, klassisch einfachen, einfach klasse Würfelspiel von Stefan Bendorf. Das ist auch Untertitel des Spiels und das Spiel ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Also es ist noch einfacher als Kniffel, würde ich sagen, aber es macht Leuten, die halt gerne Würfelspiele spielen, die gerne knüffeln oder andere kurzweilige, unterhaltsame, nette Spiele mögen, die schnell zu einem nochmal einladen, die man überall spielen kann. Also das hier ist der komplette Lieferumfang, den man in der Box findet, abgesehen von der Anleitung. Sprich, man kann dieses Spiel wirklich überall spielen. Man kann es im Auto spielen, im Zug, am See, will jetzt nicht sagen in der Sauna, da werden vielleicht die Würfel ein bisschen heiß, aber abends beim Fernsehen, wenn man schnell eine Runde quicksen möchte, wie es bestimmt bald heißen wird. Also das ist wirklich sehr schön, dein Spiel. Das ist so ultra transportabel, sehr nett und sehr interessant ist. Und schauen wir uns vielleicht einmal kurz diesen Spielbogen an. Wie man sieht, gibt es halt vier verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün, Blau. Mit jeweils den Zahlen von 2 bis 12, ne, die man halt mit 2 Würfeln würfeln kann. Oder hier von 12 bis 2, andersrum. Hier sehe ich dann immer, also immer wenn ich eine Zahl gewürfelt habe, meinetwegen ich habe eine 3 und würde bei einer 3 ein Kreuz machen, hätte ich halt ein Kreuz. So kann ich nach und nach weitere Kreuze in einer Reihe machen. Und je nachdem, wie viele Kreuze ich in einer Reihe gemacht habe, umso mehr Punkte kriege ich. Je mehr Kreuze es sind, umso mehr Punkte werden es auch wirklich. Also beim, ne, von 1 auf 2 kriege ich nur 2 Punkte mehr, sprich 1 und 3. Wenn ich aber in irgendeiner Reihe das 9. Kreuz gemacht habe, kriege ich schon 45 Punkte. Mache ich das 10. Kreuz, sind es gleich 10 Punkte mehr, sprich 55. Also da will man wirklich möglichst im Idealfall natürlich 12 Kreuze in einer Reihe machen, um da 78 Punkte abzugraben. Das wird sehr, sehr selten gelingen. Warum, werde ich euch gleich erzählen. Hier, wenn man mit dem Würfelergebnis nichts anfangen kann, kann man hier einen Fehlwurf eintragen, wofür man jedes Mal minus 5 Punkte bekommt. Und hier werden schließlich die Würfelergebnisse abgezogen. Generell gilt, dass man, also wenn man jetzt dran ist, meinetwegen ich würde jetzt anfangen, dann würde ich würfeln und hätte jetzt mal, schummeln wir mal am Anfang, so gewürfelt, ja, schummeln wir noch ein bisschen mehr, machen wir das mal so, dann guckt man sich zuerst mal die weißen Würfel an. Die weißen Würfel gelten für alle Spieler, das ist nämlich das Schöne, also auch wenn ich dran bin, sind alle anderen Spieler beteiligt und können überlegen, ob sie was mit dem Würfelergebnis machen. Sprich, ich sage 3. Und bei den weißen Würfeln kann ich mir die Farbe aussuchen. Ich kann irgendwo ein Kreuz machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel einfach sagen, ich hätte gerne bei hier, der roten die 3 angekreuzt. Ich könnte auch hier die 3 ankreuzen können. Oder hier oder da. Das kann ich mir frei aussuchen. Hier und hier wäre es nicht ganz so schlimm gewesen. Die beiden wären ziemlich doof, weil die Regel besagt, immer wenn irgendwo ein Kreuz ist, ich darf nur rechts des Kreuzes weitere Kreuze machen. Links vom Kreuz nicht. Sprich, bei Rot fällt jetzt nur die 2 raus. Hätte ich aber die grüne 3 angekreuzt, würden diese ganzen Zahlen rausfallen. Und ja, damit kann ich halt nicht mehr wirklich viele Kreuze in der Reihe machen, kann nicht viele Punkte machen. Das ist ziemlich doof. Falls ich noch gesagt habe, Spiel ist zu Ende, sobald irgendein Spieler das vierte, den vierten Fehlwurf hat oder 2 Reihen zu sind. So, jetzt habe ich die 3 genommen. Jetzt kann ich überlegen, was ich mit anderen Würfeln machen kann. Ich kann einen dieser Farbwürfel mit einem von diesen beiden Würfeln kombinieren. Sprich, in dem Fall könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte gerne die 4 in Rot haben, was sich natürlich anbieten würde, weil ich dann direkt den nächsten ankreuzen würde und so noch viele weitere Kreuze in Rot machen kann. Ich könnte auch sagen, ich hätte gern vielleicht die gelbe 4. Würde ich hier ein Kreuz machen, würden zur 2 Zahlen fehlen, aber mein Gott, manchmal muss man halt auch Risiken eingehen. Doof wäre irgendwie die grüne oder die blaue 6, dann wäre ich hier mittendrin, ziemlich viele Zahlen würden wegfallen, genauso wie es bei der grünen oder der blauen, also andersrum, 5 wäre, dann wäre ich jeweils schon hier hinten und könnte diese ganzen Zahlen nicht mehr ankreuzen, das wäre ziemlich doof. So, das habe ich jetzt gemacht. Wie gesagt, den Wurf können alle benutzen. Bei dem Wurf, den ich dann kombiniere, den kann nur ich nehmen. Wenn nämlich jetzt, angenommen, jetzt wäre quasi der nächste Spieler dran, er würde würfeln und er würde jetzt, hätte wieder eine 3 gewürfelt, diesmal sogar ohne zu schummeln. Also kann ich sagen, oh cool, super, kreuze ich halt hier die 3 an. Was er jetzt mit dem anderen macht, wie er diese Würfel irgendwie miteinander kombiniert, das ist mir komplett egal, damit habe ich nichts zu tun. Wenn wir jetzt zu zweit wären, wäre ich wieder dran, könnte würfeln, würde jetzt eine 10 ansagen. Eine 10 ist natürlich nicht optimal, aber ich sage, okay, dann nehme ich halt hier die blaue 10. Und ja, jetzt kann ich das zweite Würfelergebnis benutzen, ich muss es aber nicht. Ich muss auch nicht die 10 nehmen, dann muss ich aber irgendeinen Kombinationswurf machen. Wenn ich beide Würfelergebnisse entweder nicht benutzen will oder nicht benutzen kann, dann muss ich mir hier so einen Fehlwurf eintragen, wofür ich am Ende 5 Minuspunkte bekomme.
Also nehme ich jetzt erstmal nur hier die 10 und sage vielleicht noch, okay, die grüne 10 nehme ich auch noch, no risk, no fun. Zack, mache hier mein Kreuz und schon wäre wieder der nächste Spieler dran. Würde jetzt wieder 3 ansagen, 3 ist doof, kann ich nicht gebrauchen, hier möchte ich noch keine Kreuze machen. Wenn ich nicht dran bin, ist es nicht schlimm, wenn ich diese weißen Würfel eben nicht benutze, passiert nichts, sondern einfach, nö, will ich nicht, fertig. Und dann bin ich wieder dran. So, ich habe jetzt eine 9 gewürfelt. 9 ist mal wieder, ja, suboptimal und nicht ganz so toll, möchte ich nicht benutzen. Also sage ich, lasse ich verfallen. Dafür möchte ich dann aber vielleicht die grüne 8 nehmen. Also sage ich hier, bei grün mache ich ein Kreuz bei der 8. Dann ist wieder der nächste Spieler dran, hat eine 5 gewürfelt. 5 ist für mich natürlich optimal, mache ich direkt bei rot das Kreuz. Schon 3 Kreuze und kann noch ganz viele Kreuze machen, wenn ich möchte. So, dann bin ich wieder dran. Habe jetzt eine 10 gewürfelt, 10 hatte ich ja vorhin schon ein paar Mal. Da könnte ich jetzt, ja, ich habe eigentlich im Prinzip alle Möglichkeiten. Es ist eigentlich immer ganz gut, Kreuze zu machen, weil jedes Kreuz bringt irgendwie Punkte, aber man muss natürlich auch überlegen, ob man sich damit nicht vielleicht irgendwie blockiert. Ich sage, okay, die 10 möchte ich nicht benutzen, aber ich nehme die rote 6. Und zack, habe ich dann noch ein Kreuz mehr und habe jetzt schon 1, 2, 3, 4 Kreuze, was schon mal 10 Punkte sind. So, wenn ich noch ein Kreuz mache, hätte ich sogar 15 Punkte. Dann ist wieder der nächste Spieler dran, würfelt und hat eine 8. Sag ich, okay, 8, ja, nehme ich mal mit. Mache ich hier noch ein Kreuz, fertig. Bin ich wieder dran, 6. Kann ich jetzt hier nicht benutzen und ich kann überlegen, was ich damit machen möchte. Ich sage mal, okay, bei grün habe ich ja auch schon dann 3 Kreuze, nehme ich mal mit. Und dann nehme ich noch die grüne 4 mit. Dann habe ich hier schon 4 Kreuze. Wenn ich eine Reihe dicht machen will, muss ich, wie gesagt, genau diese Zahlen würfeln. Also ich muss genau eine 12, eine 12, eine 2, eine 2 würfeln. Und ich muss mindestens 5 Kreuze in der Reihe haben, sonst kann ich sie nicht dicht machen. Also sagen wir, der nächste Spieler wäre jetzt dran und wir schummeln mal ein bisschen und sagen, er hat eine 12 gewürfelt. Dann kann ich sagen, oh super, die 12 nehme ich, mache hier bei Rot das Kreuz, habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kreuze, also das Minimum erfüllt. Kann dann hier das Ding auch noch ankreuzen, damit ist die Reihe dicht. Jetzt würde der rote Würfel rauskommen und nicht mehr mitspielen. Und ja, jetzt dürfte auch niemand anders mehr in der roten Reihe noch Kreuze machen. Damit können wir die rote Reihe schon werten. Wie gerade schon gesagt, 2, 4, 6, 7 Kreuze hätte ich insgesamt. Das Kreuz hier hinten zählt auch mit. Also würde ich jetzt für Rot 28 Punkte bekommen. Das dürfen die anderen Spieler nicht ankreuzen, weil ne, dann würde das ja als Kreuz für die zählen. So, jetzt würde das Spiel irgendwie noch munter weitergehen. Angenommen, jetzt irgendwie mein nächster Wurf wäre geschummelt hier, ne, dieses Einserpaar, dann würde ich halt vorher sagen, okay, die 6 benutze ich hier noch, um hier noch ein Kreuz zu machen und mit der 2 möchte ich das Spiel dann gerne beenden. Ich mache hier ein Kreuz, gucke jetzt mal, ob ich mich nicht vertan habe. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Kreuze. Damit kann ich die grüne Reihe auch dicht machen, womit ich bei grün ja 6 Kreuze hätte, würde ich gucken. Das wären 21 Punkte. Und dann würde man in den anderen Reihen, also das Spiel wäre jetzt zu Ende, dann hätte ich bei Gelb einen Punkt und bei Blau 1, 2, 2 Kreuze sind nur 3 Punkte. Dann würde man das alles addieren, es wären 29, 50, quasi 53 Punkte. Hätte ich Fehlwürfe gehabt, meinetwegen ich hätte 2 Fehlwürfe gehabt, hätte ich hier 2 Kreuze gemacht, dann würde ich hier noch eine minus 10 eintragen, sprich dann hätte ich nur 43 Punkte gemacht. Wer in der Spielrunde dann die meisten Punkte hat, der hat das Spiel gewonnen. Das war im Prinzip schon so eine ganze Partie. Jetzt halt so in den letzten 2 Würfel ein bisschen geschummelt. Aber so verläuft im Prinzip Quicks. Ist jetzt natürlich allein nicht so aufregend. Also wenn ihr es jetzt nur gesehen habt, werdet ihr sagen, wie öde. Aber ja, also eine Partie Quicks dauert nicht länger als dieses Video. Das ist vielleicht also eine Viertelstunde ist vielleicht so das Maximum, wo ich sagen würde, so lange dauert eine Partie, gerade wenn man schon kennt. Man hat ständig ein paar Entscheidungen, so mache ich jetzt hier ein Kreuz, lasse die Zahl aus. Man will das möglichst anfangs so lange wie möglich rauszögern und hier nur mit einer 12 und einer 11 vielleicht anfangen. Aber sobald man sich irgendwann mal dazu verleiten lassen hat, hier die vielleicht die irgendwie 7 oder die 8 zu nehmen bei Grün, hat man zwar die ganzen Zahlen weggelassen, aber ab sofort kann ich halt, wenn danach eine 7 kommt, die eigentlich immer doof ist, kann ich sagen, oh geil, mache ich hier Kreuz und so kommt man halt voran. Und das ist immer die Frage, mache ich ein Kreuz und verschenke und kriege dadurch Punkte oder mache ich kein Kreuz und verschenke dadurch vielleicht Punkte und nehme dafür Minuspunkte in Kauf. So, Zeit ist um, alles weiter im geschriebenen Teil, bis bald, tschüss.